Seid gegrüßt. Bei 92 Meter. VP2 erreichen. Grüß vom Wanderparkplatz Leversieg. Kommt der bis Weiniger? Gibt es einige kleine Runden? Guten Morgen oder eher Mahlzeit. Wir haben jetzt fast 1 Uhr. Ich bin jetzt bei Potterwitz-Falliker. Eigentlich auf dem Weg nach Hause, aber einen kleinen Abstecher wollte ich machen. Jetzt den Buschel oben drauf. Ich hoffe, dass er ein bisschen Wind abhält, aber der schlägt jetzt schon wieder sehr aus bei dem Wind. Naja. Beim nächsten Mal kommt dann das externe Mikro, also beziehungsweise das Lavaliermikrofon. Das ohne Kabel. Meine geplante Strecke ist 30 Kilometer lang. Ich werde heute Abend auch mal, wenn ich zu Hause bin, wieder versuchen, das letzte Video fertig zu schneiden. Wir haben heute den 18. Dezember. Wir haben schon wieder Steine im Schuh. -3 Grad. Durch den Wind fühlt es sich ungefähr an wie -5, -6. Also gut besucht hier alles. Ja gut, ist halt eine schöne Region, ne? Wie der Berglandregion. Also wenn ich schon da durchfahre, hält es da an und was wenigstens ein paar Kilometer hier. Hier ist auch da, wo die Sonne nicht hinkommt, eine schöne Frostschicht. Auf der anderen Seite gar nichts. Ja, die Sonne hat schon Kraft, auch wenn sie so versteckt ist. Wanderweg A2 und ERF. Und sprich ein Fernwanderweg. So, gucken wir uns das drauf. ERF. Da. So, links bleiben, sagt sie. Das heißt, ich gehe wieder runter. Hier dann auf der anderen Seite hoch zum Aussichtsturm. Ach, ich habe so viele Gedanken im Kopf, aber ich krieg's nicht über die Lippen. Ich weiß auch nicht. Total behämmert. Weil ich glaube, ich werde nie so einfallsgleich sein mit meinen anderen Leuten.
Aber man soll ja die Hoffnung nicht aufgeben. Sind die Ausmaße. Mal gucken. So, ganz weit weg halten. Wow, wie gerade das abgeschlagen ist. Wahnsinn. Der Papa mal wieder, die vergessen die Uhr zu starten. Ich habe aber Komoot laufen. Von da oben komme ich her. Ich bin jetzt hier auf dem Parkplatz. Wanderparkplatz Porta Westfalica. Hier denn? Irgendwo muss hier mal ein Weg sein. Ich weiß noch nicht wo. Ich befinde mich jetzt auf der Brücke über der Weser.
höre mich erstens aus, wenn ich jetzt die andere Route hinzufügen will. Ich kann die Karte noch nicht auf den Weg. Okay, lassen wir sie halt meckern und hoffen, dass wir die Karte gleich hier wieder wegkriegen. Technik begeistert. Jetzt dem Wanderweg A2. Schön das nächste. Ich habe mir gerade eine Stärkung geholt. Einmal Latte Macchiato und da ist eine Käsestange drin. Und ein Andenken, ein Souvenir, ein Magnet als Flaschenöffner wieder. Ich finde es einfach cool. Und jetzt gehe ich hoch zum Kaiser Wilhelm. Man muss ja auch schließlich auch ein Andenken haben, abgesehen jetzt von der Filmerei. Auch was. Aber es ist zum Glück durch das Wetter halt, beziehungsweise durch die Jahreszeit nicht so voll. Das ist schon Wahnsinn, wenn man überlegt, dass es von 1896 ist. Das ist ja, über 100 Jahre her. Ne? Schon erstaunlich, was die Menschheit so erschaffen hat. Ich trinke jetzt mal meinen Kaffee.
ja 3 Stück mit. Eine Taschenlampe habe ich dabei. Gehen wir halt wieder den Weg zurück. Was schönes Hintergrundbild. Ja. Komoot habe ich neu gestartet, brauchte ich aber zum Glück nicht beenden. Hier ist es doch schon viel schöner. Aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Schön, schön. Die Toiletten sind auch wirklich echt schön sauber. Die Sensoren fürs Wasser und fürs Klo ist natürlich ein bisschen merkwürdig. Aber okay. Aber Hauptsache sauber. Dann werde ich dem A2-Weg auch wieder nach unten folgen, da der andere da gesperrt ist. Und da auf der anderen Uferseite wieder nach oben. Ach ja, werde ich wahrscheinlich im Dunkeln beim Auto rankommen, aber egal. Zumindest ist es hier oben nicht mehr ganz so böse, fies, kalt. Meine eigentliche Stirnkopflampe liegt im Auto, da ich gedacht habe, ach komm, so lange dauert es bestimmt nicht. Das kennen wir ja. Mal eben da hoch und wieder runter und zum Auto. Naja, es war halt erst, war halt schon 1 Uhr, als ich gestartet bin. Also fast 2. Und dann ist es natürlich auch wieder gebirgig. Frau Urna wieder nicht kennt oder sagen wir eher nicht mehr gewohnt ist. Ich müsste quasi jede Woche ein paar Mal nach Stromberg zum Höhenmetertraining. Einmal in der Stromberger Schweiz hoch und runter. Oder halt Beckumer Berge am Höchstberg, so wie das Alex gemacht hatte. Da kann man halt immer schön im Kreis gehen am Höchstberg. 1 Kilometer ist das. Dann hast du halt bei jeder Runde hast du dann 50 Höhenmeter. Und so nach der zweiten, dritten Runde merkt man das immer. Wird halt nur langweilig. In Stromberg wäre die Runde, glaube ich, ein bisschen länger. Ich glaube fast 2 Kilometer. Aber nicht wirklich spannend. Und jetzt geht es erstmal die ganze Zeit runter. Vielleicht geht es auf der anderen Seite die Treppe wieder hoch. Yippie! Hier steht, was hier alles gespielt wurde. Thank you.
bisschen warm. Ja, wird langsam dunkel, ne? Ach, verdammt. Ich habe fertig. Das waren jetzt 11,5 Kilometer. Sehr kalt. Also meine Temperatur ist halt gerade an -2,5. Aber im Wind definitiv, definitiv kälter. So. Ciao, ciao und bis bald.